Hallo ihr Lieben! Ja, ich bin schon sehr, sehr oft gefragt worden, was ich denn für Fotoequipment habe, was ich empfehlen kann, und da habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal ein Video für euch. Ich würde gerne anfangen mit meiner Kamera. Ich habe im Vollformat mit der Canon 6D angefangen, das ist das Schätzchen hier. Und ja, meine aktuelle Kamera kann ich euch gerade leider nicht zeigen, weil ja, die filmt mich. Ich bin mit beiden Kameras sehr zufrieden und an beiden Kameras findet man diesen L-Winkel. Ich benutze sie nämlich fast ausschließlich auf dem Stativ. Das liegt daran, Landschaft, Architektur, Langzeitbelichtung, naja, ist einfach am praktischsten, mal schnell von der Horizontalen in die Vertikale wechseln zu können, ja. Und deswegen haben beide Kameras diese Ausstattung, quasi mein Standard-Equipment. Ja, und ich habe auch immer zwei Kameras dabei, weil ich mich ja kenne und mir fällt mal was runter, ich mache mir auch immer etwas kaputt. Ja, deswegen sind auf jeden Fall immer zwei Kameras dabei. Und besonders auf Reisen fühle ich mich damit einfach auch sicherer. Ja, dann würde ich gerne zu meinem Landschaftsarchitektur-Standard immer drauf kommen. Das ist das 1635 F4 von Canon. Ein super Objektiv, bisschen die Ränder knacke scharf. Fotografenherz, was willst du mehr? Also ich kann es in jedem Fall empfehlen, auch wenn sich das jetzt gerade wie eine Werbeshow anhört. Das ist wirklich mein Schätzchen. Und ja, das ist immer in meinem Fotorucksack. Ja, Landschaft ist etwas, insbesondere nachts, gerade auf den Lofoten, etwas, was mich sehr reizt, was ich sehr schön finde. Polarlicht, Sterne, Milchstraße. Ich habe lange darauf gewartet. Sigma hat dann in der Art-Serie das 14 mm rausgebracht. Bah, ich war völlig aus dem Häuschen. Das gute Stück ist nämlich auch super mit dem Autofokus nachts. Und ja, da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Insbesondere für Leute, die auch nicht so gut gucken können wie ich. Insbesondere, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind. Also hier drauf verlasse ich mich. Und bei einer 1,8er Offenblende gibt es eigentlich auch keinen Wunsch, der noch offen ist. Ja, wo wir gerade in der Art-Serie sind. Ich habe hier noch das 50 mm Sigma Art. Das war das erste, was ich aus der Serie gekauft habe. Und es ist eigentlich auch fast immer im Rucksack. Ich nutze es nicht nur für Porträts, sondern auch für Panoramen. Nicht, weil es dafür besonders gut geeignet ist von der Brennweite, aber ja, es hat eine super Abbildung und ich freue mich jedes Mal wie Bolle, wenn ich die Ergebnisse sehe. Deswegen ist es auch tatsächlich bei Architektur, Landschaft und Panoramen bei diesen Aufnahmen ganz oft im Einsatz. Also auch auf jeden Fall eine Empfehlung und das Teil gebe ich nicht mehr her. Ja, Art-Serie. Die letzte. Ich habe noch das 85 mm, auch das habe ich wirklich sehnsüchtig erwartet. Das ist von der Abbildung etwas, ja, ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen und ich muss sagen, ja, das ist ein Porträtobjektiv, das ich nicht mehr missen möchte. Ist natürlich nicht immer in meinem Rucksack, brauche ich halt auch nicht immer, aber wenn es um Porträts oder um People-Fotografie geht, ist das etwas, was auf jeden Fall dabei ist. Jetzt kommen wir zu meinem alten Schätzchen, 70-200, 2,8 ohne Bildstabi, und es ist wirklich ein altes Schätzchen. Ich habe es bestimmt schon 10 Jahre, nutze das wirklich sehr oft und es ist immer, immer in meinem Fotorucksack. Ja, das Teil hier ist wirklich, es hat sich sehr bewährt und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Qualität dieses Objektivs. Und last but not least, ich filme ja auch mit einem Objektiv. Das ist das 70, nein, das ist überhaupt nicht das 70, es ist das 24-105 von Canon. Und ja, wenn man wirklich mal loszuckeln muss und man darf nur ein Objektiv mitnehmen und braucht wirklich so ein bisschen Spielraum, also wenn es denn nicht das 16-35 sein soll, dann würde ich das 24-105 tatsächlich wählen, weil das eine super Abbildung hat und einfach auch ein tolles immer drauf ist. Was darf außerdem auf gar keinen Fall in meinem Rucksack fehlen? Eine ausreichende Menge an geladenen Akkus. Ich kontrolliere jedes Mal, bevor es losgeht, nochmal, ob alle Akkus geladen sind. Ich möchte nicht irgendwo stehen und Bombenaufnahmen machen und auf einmal, oh Gott, der Akku ist leer und es ist noch der letzte. Also es wäre der größte Albtraum, deswegen habe ich davon immer genug dabei. Ja, natürlich braucht es auch genug Speicherkarten und da ich schon einmal eine Speicherkarte Richtung Nordsee habe segeln sehen, benutze ich neuerdings diese Cases. Was heißt neuerdings, ist schon ein bisschen länger her. Da sind alle Speicherkarten sicher aufbewahrt. Und das gute Stück hier, ich habe zwei davon, sind immer gut im Rucksack verstaut. Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich bin ein bisschen paranoid, was meine Kameras angeht. Ich habe natürlich immer einen Kabelauslöser dabei. Und ich habe auch immer einen zweiten Kabelauslöser dabei. Man weiß ja nie, was damit passiert. Und
keine Ahnung, Kabel bricht, es ist zu kalt, zu nass, zu irgendwas. Und ja, da gehe ich halt auch kein Risiko ein. Deswegen habe ich immer zwei dabei. Ja, und wer meine Bilder kennt, der weiß, Langzeitbelichtung, Filter. Das heißt also, ich habe immer meinen Filterhalter dabei und diese Tasche hier, die auch im Fotorucksack ist und schon mal viel Platz wegnimmt, mit, upsi, allen Filtern, die ich so habe. Davon habe ich ja schon ein ganz eigenes Video gemacht und würde dann einfach auch in der Infobox dazu verlinken. Genauso wie auch die Links zu diesen ganzen Objektiven und Zubehörteilen, die ich hier habe. Noch dazu nutze ich auf Reisen und auch sonst immer mein Carbon-Stativ. Das ist jetzt auch, kann ich euch leider nicht zeigen, im Einsatz. Das hat genau die Abmessungen und auch ein verhältnismäßig geringes Gewicht, dass ich es auf Reisen guten Gewissens mitnehmen kann. Und deswegen ist es auch etwas, was ich, ja, das lasse ich nie zu Hause. Mein Rucksack ist von F-Stop. Der heißt Kaschmir und jetzt frag mich bitte nicht, warum der Kaschmir heißt. Er ist ausreichend groß, manchmal würde ich mir etwas mehr wünschen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit und kann ihn auch eigentlich nur uneingeschränkt empfehlen. Ja, das war es auch eigentlich jetzt schon von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit und alle Links gibt es unten in der Infobox. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.